Einen wunderschönen guten Tag, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen hier wieder zu einem neuen Let's Play. Ich bin's André und ja, nach langer Zeit geht es endlich wieder weiter. Die Let's Play-Reihe von World of Warcraft Classic. Ich habe ja ein bisschen auf mich warten lassen, hatte so viele andere Spiele im Kopf und ja, musste erstmal meine Magierin auf das benötigte Level zu bekommen, damit wir endlich in Nordend starten können. Weil ja, ich wollte Burning Crusade so schnell wie möglich hinter mich bringen. Und jetzt habe ich es geschafft. Also wir sind jetzt mittlerweile 68 und ja, wir können jetzt zusammen nach Nordend gehen und unsere Reise hier endlich beginnen. So, aktuell haben wir ja jetzt hier das, ja, das Valentinstags Event haben wir. Wollte ich nur dazu sagen, vielleicht für den einen oder anderen, der noch nicht sich eingeloggt hat hier. Ich habe gerade ein Geschenk bekommen. Hier diesen wundervollen kleinen Hasen. Hoppelchen heißt er. Ich glaube, dass der für alle Leute geschenkt wird, die halt sich in dem Event hier einloggen. Und ja, meine Aufgabe ist es jetzt, ich muss jetzt zum Hafen von Menethil fahren, fliegen und ja, den, wollte gerade sagen, den Zug bekommen. Die Züge gibt es ja hier nicht. Nein, das Schiff muss ich bekommen, das nach Nordend geht. Ich möchte nämlich in die Seite hier von. Also auf jeden Fall finde ich es am besten hier in einem heulenden Fjord. Ja, da möchte ich gerne reinfahren und nicht in die boreanische Tundra. Da finde ich es schon cool, mit dem Schiff da so reinzufahren. Und ja, wir müssen mal gucken, ob wir noch ein Schiff erwischen hier. Auf die Ob Hilfe. jetzt schon zu dieser frühen Stunde Was die liegt ersten mir? Schiffe schon fahren und wir eins mitnehmen können. Genau. Und dann werden wir unsere Reise nach Nordend begehen. Ich bin auf jeden Fall schon sehr aufgeregt. Für mich ist das auch schon viele Jahre her, nachdem damals der Lichtkönig rausgekommen ist. Also, man hat doch irgendwie so ein bisschen, ja, ein Déjà-vu von früher. Da bin ich echt gespannt drauf, was uns da, ja, so erwarten wird, ja. Also im Endeffekt wissen wir ja, oder ich weiß ja, was mich erwartet. Aber trotzdem ist es irgendwie schön. Aber vielleicht gibt es ja noch Leute, die noch gar nicht jetzt zu der Zeit World of Warcraft gespielt haben. Und ja, vielleicht auch mal reinschauen wollen. Schauen wir mal zusammen. Wusste gar nicht, dass es so viele Briefkästen in Sturmwind gibt. So. Auf jeden Fall wieder mal ein wunderschöner Tag hier in Azeroth. Die Sonne lacht. Blauer Himmel, ein paar vereinzelte Wolken am Himmel. Also so stelle ich mir das vor, wenn ich mir gerade überlege, wenn ich aus meinem Fenster schaue, da schneit es gerade. Passt überhaupt gar nicht. Dann bin ich doch lieber hier in Azeroth, als rauszugehen. Hinter uns ist schon einer. Ja. Auch immer eine wunderschöne Gegend. Ich liebe das, so idyllisch. Gerade zur Weihnachtszeit. Total episch. Da hinten Eisenschmiede. Das Werk der Zwergen.
Da sieht man sie schon da unten. Die Sümpfe. Die Landschaften. Da ist unser Ziel. Menethil. Eine Stadt gebaut auf einer Insel. Im späteren Verlauf durch den Kataklysmus zerstört worden, unter Wasser gesetzt, kaputt. Schrecklich. Sehr, sehr schrecklich. Ich glaube, hier hinten war es richtig. So, hier. Wenn ihr mal anquatschen, aber ich glaube, er sagt uns jetzt. Ehre dem König, doch nicht. Freund. Welcher war es denn noch? Der hier? Das Licht sei mit hier, euch. Was kann ich für euch tun? Das Bereisen dieser Länder ist nicht. So, hier geht's nach Terramor. Ah, da ist es. Scheiße, ich habe den falschen Steg genommen. Mal ein bisschen besser gucken sollen. Jetzt ist mein Schiff weg. Scheiße, ich hab's nicht bekommen. Ah, da ich hier auch nicht fliegen kann, hat sich die Sache auch schon erledigt. Ah ne, das Schiff ist gerade gekommen. Oh yes. Ich dachte, das ist gerade losgefahren. Oh Mann, habe ich ein Glück. Ich krieg ja doch noch ein Schiff. Aber schnell. Schnell, 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 schnell. Los, 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 los. Gott, im letzten Augenblick. Im letzten Augenblick. Ich bin sogar der einzigste Passagier hier. Ja, die Zeit ist vorbei. Die Nacht, wo Classic Lich King rauskam, da war ja hier ultramäßig was los. Wer von euch das Video im Internet gesehen hat, oder von den Streamern, die hier drauf gewesen sind, der Steg war ja voll mit Hunderten von Menschen und Spielern, war richtig krass gewesen. Aber jetzt ist alles vorbei. Alle haben ihren Content schon genossen und jetzt kann ich ganz entspannt das für mich entdecken. Ist auch immer besser. Es macht keinen Sinn, immer bei Release-Dates irgendwie hier rumzuhongern. Man bekommt ja eh keine Mobs ab. So, jetzt geht's los. Die große Fahrt nach Nordend. In den heulenden Fjord. Riesengroße Eisschollen, Pinguine. Kalt. Gucken wir uns das mal von hier oben an. Die enge Passage hier durchzufahren, einfach der Hammer. Ich kann mich damals noch daran erinnern, als das Spiel rauskam, die Nacht, wo ich hier durchgefahren bin, die Erinnerungen, die hier drin schweben mit so vielen Menschen und gedacht habe, krass, wie geil ist das denn bitte? Wie geil haben die das gemacht? Irgendwie muss ich heute davon noch schwärmen, ich weiß auch nicht warum. Vielleicht ein ganz kleines eine Kleinigkeit, die vielleicht für viele gar nicht relevant ist. Ja. Das ist schon verrückt. Da drüben sieht man schon das große Schild vom Wirtshaus, wo man sich nach einem kalten Abenteuer, nach der Bärenjagd aufwärmen kann, seinen Krug Met trinken kann, neue Geschäfte aushandeln tut. Also sowas. Ja, hier war ich zum Beispiel noch nie gewesen, weil ich ja auch keine Horde spiele, kann ich das hier, das Lager hier noch als nicht erkundet. Ach nee, ist ja gar nicht Horde. Auf jeden Fall ein Drachenzeichen.
Weiß gar nicht, ob man da überhaupt hinkommt. Weil generell sollte man ja nicht da hinkommen. Da man ja hier auf Nordend auch fliegen kann. Müsste man sich vielleicht mal im Kopf behalten. Der heulende Fjord Deutschbucht. Ein riesengroßer Damm. Da drin befindet sich der Dungeon. Welcher Dungeon befindet sich da drin? Ah, wir sehen es nicht. Genau, Turm Utgarde und Burg Utgarde sind zwei verschiedene Dungeons. Auch schon drin gewesen. Genau. So, wir sind da. Reise hat hier ein Ende. Sehr schön. Viele Aufgaben warten. Hallo, liebe Nordender. Ich bin da. Da ist schon McElroy, der uns mit unserer ersten Aufgabe wahrscheinlich vertraut machen wird. Ja, wir sind angekommen. Wir sind jetzt in Nordend. Unsere Reise beginnt, aber damit endet auch dieses Let's Play. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und natürlich über dein Abo. Drück mal auf den Abo-Button und ich würde mich freuen, wenn du nächstes Mal wieder reinschaltest. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Dein André und tschüss.